was born at 6 a.m. on my mother's birthday. Mein Name ist Jens Franke. Ich wohne seit 6 Jahren in der Listen Hannover am Rande der Einriede. In der Einriede verbringe ich einen großen Teil meiner Zeit. Also einmal jeden Tag gehe ich hier mit meinem Hund spazieren. Auf der anderen Seite gehe ich hier gerne laufen. Ich fahre hier mit dem Rad. Und seit gut 2 Jahren betreibe ich sehr intensiv ein Projekt, das heißt Lebensraum Einriede, in dem ich den Lebensraum in dem Form, wie ich ihn kennenlerne oder betrachte, fotografisch festhalte. Das heißt, ich bin mit meiner Kamera unterwegs, wenn ich mit dem Spaziergang mit meinem Hund bin. Wir gehen extra zu ihm hin, um die zu fotografieren. Und so ist über die letzten 2 Jahre mehr als 5000 Aufnahmen entstanden, aus denen ich jetzt 12 Aufnahmen ausgewählt habe, die im Grunde den Lebensraum repräsentieren und am Ende das Endprodukt ein Kalender ist. Seit 2 Jahren, beziehungsweise schon vor 3 Jahren hat das begonnen, seit 2 Jahren sehr intensiv, befasse ich mich wieder mit der Fotografie. Ich habe jahrelang immer auf Reisen in Norwegen, Schweden und Island fotografiert, aber in meinem Alltag durch den Job ist immer ein bisschen vernachlässigt. Ich habe mir halt gedacht, dass ich vor 2, 3 Jahren, ich will es intensiver machen und habe mir überlegt, wie kann ich das Ziel verfolgen. Und ich habe dann die Kamera einfach jeden Tag mitgenommen und habe so über die 2 Jahre, die ich sehr intensiv gemacht habe, mehr als 5000 Aufnahmen gemacht. Und mir hat sehr daran gefallen, dass ich in der Zeit sehr gut entspannen konnte, aber trotzdem meinen Blick schulen konnte und sehr intensiv gewisse Sachen angeschaut habe. Wenn man mehrfach zu einem Ort hingeht und den immer wieder besucht und über die Zeit sieht, wie der sich entwickelt und wie er sich verändert durch Witterung, durch die Nutzung des Menschen, durch die Sonne. Es ist ein sehr interessanter, ja, sehr, 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 sehr spannend gewesen. Und das hat mir sehr gefallen und ist für mich ein großer Ausgleich zum Alltag. Die Selektion der Bilder war natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Wenn man 2 Jahre 5000 oder mehr als 5000 Aufnahmen macht, ist es schwierig, auf 12 runterzukommen, ohne Frage. Ich habe das erstmal für mich selber gemacht, also ich habe mir überlegt, welche Motive finde ich passend, habe verschiedene Szenarien durchgespielt, welche 12 Motive passen gut zusammen. Und dann habe ich mir aber auch Rat von Freunden, Eltern, Bekannten gesucht, ganz unterschiedlich, einmal Fotografen, auch ganz unbedarft Leute für die Fotografie, und habe sie gefragt, hier habt ihr einen Pool von, sage ich mal, es waren am Ende 100, 150 Bildern, welche sind für euch die 12 besten? Und das gemeinsam mit meinen Präferenzen war oder ist dann der Lebensraum Einriede, der jetzt in Kalenderform mit 12 Motiven zu kaufen ist. Die Produktion des Kalenders war für mich eine sehr, sehr spannende Sache. Ich selbst bin in den interaktiven Medien tätig, sprich ich erstelle ja, digitale Produkte oder Inszenierungen, sprich man hat nichts Haptisches in der Hand. Das Spannende beim Kalender ist natürlich, man hat am Ende was Physikalisches in der Hand. Also allein der Prozess der Papierauswahl, Proofs, sprich, wie sehen die Farben auf dem Papier aus, welche Haptik hat das Papier. Das war alles ein sehr, sehr spannender Prozess und ich bin absolut glücklich, diesen Weg gegangen zu sein, wirklich mal wieder etwas Physikalisches herzustellen. Von daher hat mir das großen Spaß gemacht und zwar auch gemeinsam mit der Druckerei Münstermann aus Hannover wirklich eine sehr schöne Erfahrung, die ich gerne wieder machen würde. Im Projekt Kalender kam es daraus, dass ich die Fotos natürlich immer mal wieder jemandem gezeigt habe und auch Leute gefragt haben, wieso nimmst du die Kamera jeden Tag mit? Also wenn die Leute, die man auf Spaziergängen mit den Hunden getroffen haben, und ich dann immer mehr darüber nachgedacht habe, was kann ich denn damit machen oder was will ich denn bezwecken? Die erste Intention war ganz klar, ich möchte einfach mich mehr mit der Fotografie auseinandersetzen. Und was dann immer mehr entstanden ist, dass ich eigentlich selber gemerkt habe, wie vielfältig die Einriede ist, was sie alles bietet, was sie mir bedeutet. Und eigentlich will ich mit dem Lernkanal nichts anderes machen als Hannoveraner und Leute, die in der Umgebung wohnen oder Leute, die früher hier gewohnt haben, den Lebensraum zu präsentieren und einzeln geht raus und lernt diesen Lebensraum vielleicht durch die Fotos oder durch den Kalender ein wenig anders kennen. Schaut euch intensiver Sachen an. Also sprich zum Beispiel, es gibt genug Leute, die jeden Tag hier durchfahren. Haltet mal an und haltet vielleicht ein wenig inne und schaut euch Sachen intensiver an, weil man ist durch diesen hektischen Alltag einfach dazu, man genießt fast gar nicht mehr die schönen Momente, die es gibt. Und das soll der Kalender sein. Er soll einfach eine Einladung in die Natur sein. Für alle, die Einriede kennen oder kennenlernen wollen. Thank you.